Nietzsche, die schmutzige Fantasie der Heiligen. Das gewöhnlichste Mittel, welches der Asket und Heilige anwendet, um sich das Leben doch noch erträglich und unterhaltend zu machen, besteht in gelegentlichem Kriegsführen und in dem Wechsel von Sieg und Niederlage. Dazu braucht er einen Gegner und findet ihn in dem sogenannten inneren Feinde. Namentlich nützt er seinen Hang zur Eitelkeit, Ehr- und Herrschsucht, um sein Leben wie eine fortgesetzte Schlacht und sich wie ein Schlachtfeld ansehen zu dürfen, auf dem gute und böse Geister mit wechselndem Verfolge ringen. Bekanntlich wird die sinnliche Fantasie durch die Regelmäßigkeit des geschlechtlichen Verkehrs gemäßigt. Umgekehrt durch Enthaltsamkeit entfesselt und wüst. Die Fantasie vieler christlichen Heiligen war in ungewöhnlichem Maße schmutzig. Sie glaubten, dass ihre Begierden wirkliche Dämonen seien, die in ihnen wüteten, und fühlten sich nicht allzu sehr verantwortlich dafür. Diesem Gefühl verdanken wir die Aufrichtigkeit ihrer Selbstzeugnisse. Es war in ihrem Interesse, dass dieser Kampf in irgendeinem Grade immer unterhalten wurde, weil durch ihn ihr ödes Leben unterhalten wurde. Damit der Kampf aber wichtig genug erscheine, um andauernde Teilnahme und Bewunderung bei den Nichtheiligen zu erregen, musste die Sinnlichkeit immer mehr verketzert und gebrandmarkt werden. Ja, die Gefahr ewiger Verdammnis wurde so eng an diese Dinge geknüpft, dass durch ganze Zeitalter hindurch die Christen mit bösem Gewissen Kinder zeugten. Zwar hatte das Christentum gesagt, jeder Mensch ist in Sünden empfangen und geboren. Die größte Schuld des Menschen ist, dass er geboren wurde. In allen pessimistischen Religionen wird der Zeugungsakt als schlecht an sich empfunden. Aber keineswegs ist diese Empfindung eine allgemein menschliche. Empedokles zum Beispiel weiß gar nichts von beschämenden, teuflischen, sündhaften in allen erotischen Dingen. Er sieht vielmehr auf der großen Wiese des Unheils eine einzige heil- und hoffnungsvolle Erscheinung. Die Aphrodite, Göttin der Liebe und des Eros. Die christlichen Pessimisten hatten, wie gesagt, ein Interesse daran, dass eine andere Meinung in der Herrschaft bliebe. Sie brauchten für die Einsamkeit und die geistige Wüstenei ihres Lebens einen immer lebendigen Feind und einen allgemein anerkannten Feind, durch dessen Bekämpfung und Überwältigung sie den Nichtheiligen sich als halb unbegreifliche, übernatürliche Wesen darstellten. Wenn dieser Feind endlich infolge ihrer Lebensweise und ihrer zerstörten Gesundheit die Flucht für immer ergriff, so verstanden sie sofort, ihr Inneres mit neuen Dämonen bevölkert zu sehen, das Auf- und Niederschwanken der Waagschalen von Hochmut und Demut unterhielt ihre grübelnden Köpfe so gut wie der Wechsel von Begierde
und Seelenruhe. Damals diente die Psychologie dazu, alles Menschliche nicht nur zu verdächtigen, sondern zu lästern, zu geißeln, zu kreuzigen. Man wollte sie möglichst schlecht und böse finden. Man suchte die Angst und das Heil in der Seele, die Verzweiflung an der eigenen Kraft. Alles Natürliche, an welches der Mensch die Vorstellung des Schlechten, Sündhaften anhängt, wie es zum Beispiel noch jetzt im Betreff des Erotischen gewöhnt ist, belästigt, verdüstert die Fantasie, lässt den Menschen mit sich selber haben und macht ihn unsicher. Selbst seine Träume bekommen einen Beigeschmack des gequälten Gewissens. Und doch ist dieses Leiden am Natürlichen in der Realität der Dinge völlig unbegründet. Es ist nur die Folge von Meinungen über die Dinge. Man erkennt leicht, wie die Menschen dadurch schlechter werden, dass sie das unvermeidlich Natürliche als schlecht bezeichnen. Es ist der Kunstgriff der Religion, welche den Menschen als böse und sündhaft von Natur wollen, ihm die Natur zu verdächtigen und so ihn selber schlecht zu machen. Denn so lernt er sich als schlecht empfinden, da er das Kleid der Natur nicht ausziehen kann. Allmählich fühlt er sich bei einem langen Leben im Natürlichen von einer solchen Last von Sünden bedrückt, dass überirdische Mächte nötig werden, um diese Last heben zu können. Und damit ist das Erlösungsbedürfnis auf den Schauplatz getreten, welches gar keiner wirklichen, sondern nur einer eingebildeten Sündhaftigkeit entspricht. Man gehe die einzelnen moralischen Aufstellungen der Urkunden des Christentums durch und man wird überall finden, dass die Anforderungen überspannt sind, damit der Mensch ihnen nicht genügen könne. Die Absicht ist nicht, dass er moralischer werde, sondern dass er sich möglichst sündhaft fühle. Wenn dem Menschen dies Gefühl nicht angenehm gewesen wäre, wozu hätte er eine solche Vorstellung erzeugt und sich so lange an sie gehängt? Wie in der antiken Welt hätte unermessliche Kraft und Geist und Erfindungsgabe verschwendet worden ist, um die Freude am Leben durch festliche Kulte zu mehren, so ist in der Zeit des Christentums ebenfalls unermesslich viel Geist einem anderen Streben geopfert worden. Der Mensch sollte auf alle Weise sich sündhaft fühlen und dadurch überhaupt erregt, belebt und beseelt zu werden. Erregen, beleben, beseelen um jeden Preis. Ist das nicht das Losungswort einer Erschlaffung? Überreifen, überkultivierten Zeit. Der Kreis aller natürlichen Empfindungen war hundertmal durchlaufen, die Seele war ihrer müde geworden. Da erfanden der Heilige und der Asket eine neue Gattung von Lebensreizen. Sie stellten sich, wo alle Augen hin, nicht eigentlich zur Nachahmung für viele, sondern als schauderhaftes und doch entzückendes Schauspiel, welches an jenen Grenzen zwischen Welt und Überwelt aufgeführt wurde, wo jedermann damals bald himmlische Lichtblicke, bald unheimliche oder tiefe lodernde Flammenzungen zu erblicken glaubte. Das Auge des Heiligen, dies verkohlende Auge in einem halb vernichteten Leibe machte die Menschen der alten Welt bis in alle Tiefen erzittern, hinblicken, schaudern, wegblicken,
und von neuem den Reiz des Schauspiels spüren. Im Nachgeben, sie kann ihn ersättigen, bis die Seele in Glut und Fieberfrost erbebte. Das war die letzte Lust, welche das Altertum erfand, nachdem es selbst gegen den Anblick von Tier- und Menschenkämpfen stumpf geworden war.